Eine Stadt in Niedersachsen. Justiz weiß, hier wohnt ein Mann, der vergewaltigt und getötet hat. In einem Haus, das auf Vermögen hinweist. Er ist frei, unbestraft. Noch schützt ihn das deutsche Recht. Hallo, ich wollte Herrn sprechen. Getötet hat er Friederike von Müllmann. Vater Hans geht zu der Stelle, an der seine Tochter begraben war. 1981 wurde sie mit 17 ermordet. Das Grab ist mittlerweile aufgelöst. War mein Liebling, ne? Warmherzig, klug, war schon toll. Das Rechtssystem hat Hans von Müllmann oft verzweifeln lassen. Da läuft ein Mörder frei rum und alle wissen, dass er der Mörder ist, ne? Und der Staat weiß das und es passiert nichts. Das mit dem frei rumlaufen wird sich möglicherweise bald ändern. Hannover letzte Woche. Seit Jahren arbeiten Hans von Müllmann und Anwalt Wolfram Schädler daran, dass es eine neue Wiederaufnahmeregel im deutschen Strafrecht gibt. Wenn wir beim Mord ausnahmsweise diese neue Regel schaffen, dann hat es das Signal, der Staat gibt niemals auf. Ja, beim schwersten aller Delikte gibt der Staat niemals auf. 1981. Friederike von Müllmann hat am Abend des 4. November eine Chorprobe in Celle. Da sie telefonisch niemanden erreicht, der sie abholen könnte, entschließt sie sich zu trampen. Gegen 19.30 Uhr hält ein Wagen. Der Fahrer bringt sie jedoch nicht nach Oldau zu ihrem Wohnort, sondern biegt in einen Waldweg ab. 50 Meter von der Hauptstraße entfernt fällt er dann über Friederike her. Sie wird vergewaltigt. Anschließend metzelt der Täter das Mädchen regelrecht hin. Gerd Hornbostel war damals im Einsatz. Der inzwischen pensionierte Kriminalpolizist fährt mit uns zum damaligen Tatort. 4 Tage nach der Tat wurde Friederike gefunden. Für Gerd Hornbostel war es der erste große Mordfall, ein besonders grausamer, einer, der sich tief eingeprägt hat. Die Leiche wies 11 Messerstiche auf. Was schon gleich markant war, dass dem Mädchen die Kehle durchgeschnitten war. Und zwar massiv durchgeschnitten, sodass, wenn wahrscheinlich die Wirbelsäule es nicht verhindert hätte, der Kopf fast abgetrennt worden wäre. Die Polizei sichert am Tatort Reifenspuren. So kommt man auf Ismet H., einen jungen Kurden ohne Alibi. An Friederikes Leiche finden sich 7 Faserspuren, identisch mit Teppichen und Bezügen aus dem Auto. Das Landgericht Lüneburg verurteilt Ismet H. 1982 zu lebenslänglich. Ismet H. geht in die Revision. In der Berufungsverhandlung reichen die Reifen- und Faserspuren den Richtern nicht mehr für eine Verurteilung. Ismet H. wird freigesprochen. Damals war ich noch sehr gläubig, ne? So, dass der Staat das alles richtig macht. Weil ich mir gesagt habe, das Gericht, wir sind hier im Rechtsstaat drin, dann wird das schon richtig sein. Jahre vergehen, die Akten altern. Aber es gibt neue Beweisverfahren. DNA-Untersuchungen etwa. Und auf Veranlassung von Hans von Müllmann werden 2012 alte Asservate untersucht. Man findet Spermaspuren in Friederikes Unterwäsche. Es gibt nur einen einzigen DNA-Treffer, der vom Mord freigesprochene Ismet H. Das bleibt ohne Folgen, denn wer in Deutschland vor Gericht einmal freigesprochen wurde, kann nicht nochmal angeklagt werden. Paragraph 362 der Strafprozessordnung verhindert bislang ein Wiederaufnahmeverfahren. Das war nur möglich bei Urkundenfälschungen, bei Falschaussagen, bei Amtspflichtverletzungen oder einem Geständnis. Neue Beweise wie die DNA sind in Deutschland selbst beim Mord bislang kein Grund zur Wiederaufnahme eines Verfahrens. Da sagen wir, und da stehen wir auch nicht alleine, dass bei unverjährbaren Delikten, jedenfalls wie Mord, dass man da mit Hilfe von DNA der Gerechtigkeit wieder auf die Sprünge helfen sollte. Damit Ismet H. wenigstens zivilrechtlich als Mörder gilt, bediente sich Anwalt Schädler eines Kniffes. Er klagte für Hans von Müllmann auf Schadenersatz. Zwar verweigerte das Oberlandesgericht Celle 2016 wie erwartet Schmerzensgeld wegen Verjährung, es stellte aber klar fest, dass Ismet H. Friederikes Mörder ist. Der Beklagte vergewaltigte und tötete anschließend die Tochter des Klägers. Eine Feststellung juristisch ohne Belang. Das Strafrecht, solange er freigesprochen ist, und das ist er noch,
schützt ihn. Man darf nicht den Wahrheitsbeweis antreten. Man darf ihn nicht Mörder nennen, sondern das müsste einem Wiederaufnahmeverfahren vorbehalten bleiben. Da gibt es eine spezielle Vorschrift im Gesetz, die sagt, ich darf einen Freigesprochenen nicht Mörder nennen. Aber er steht doch im Zivilgericht als ja, Mörder drin. Ja, das hat keine Auswirkung. Das hat den Richter auch in das Urteil reingeschrieben. Das, was im zivilgerichtlichen Urteil steht, hat keine Auswirkung auf die strafrechtlichen Ermittlungen. Hört sich sehr absurd an. Hört sich getrennt an, ja. Hans von Möhlmann und Anwalt Schädler haben nun große Hoffnung, dass sich im Mordfall von Friederike etwas ändert. Jahrelang haben sie Gerichte und Politik mit Petitionen und Anschreiben zu einer Gesetzesänderung genervt. SPD und CDU haben diese nun veranlasst. Im Parlament verteidigen dennoch einige Parteien zäh den Grundsatz, niemand darf wegen der gleichen Straftat zweimal vor Gericht verurteilt werden. Wegen einiger Ausnahmefälle einen Grundsatz aufzugeben, halte ich für, ehrlich gesagt, nicht gerechtfertigt, auch wenn es in diesem Fall ungeheuer belastend, emotional belastend ist. Es gibt Grenzen, die der Rechtsstaat nicht überwinden kann und nicht überwinden darf. Selbst in der Nacht zu Freitag, als der Gesetzentwurf im Bundestag abgestimmt wurde, gab es noch Widerstand. Präsidentin, Ihr Lösungsvorschlag ist verfassungswidrig. Jeder, der das Schicksal von Friederike und ihrer Familie kennt, kann sich den Schmerz vorstellen. Aber die Kenntnis um diesen Schmerz darf nicht zu solchen Gesetzen führen, die eine Säule unseres Rechtsstaats ins Wanken bringt. Um 2 Uhr nachts hatte Deutschland ein neues Gesetz. Neue Beweise können künftig zur Wiederaufnahme führen. Der Gesetzentwurf ist damit in dritter Lesung angenommen. Der Deutsche Anwaltverein mit seinen 65.000 Mitgliedern ist gegen diese Änderung. Es sei ein Dammbruch des Rechts. Jeder, der etwas Unerträgliches erlebt habe, würde nun nach neuen Beweisen im eigenen Fall suchen. Unerträglichkeit ist ein Kriterium, was nie begrenzt, sondern was immer entgrenzt. Wie wollen Sie in einer Frau, die meinetwegen Opfer eines schweren Sexualverbrechens geworden ist, erklären, dass ihr Schicksal nicht hinreichend unerträglich ist, dass man das nicht auch wieder aufnehmen müsste? Und in dem Moment, wo man damit anfängt, gibt es eigentlich kein Ende mehr. Im September wird der Bundesrat das Gesetz noch absegnen. Doch gilt es dann auch rückwirkend für den Mord an Friederike von Möhlmann? Nach meinem Dafürhalten ist die absolute Hoffnung gegeben, und das werden aber die Gerichte entscheiden dann, dass der Fall auch für den Fall von Friederike von Möhlmann gilt. Zelle. Bei der hiesigen Polizei liegen alle Akten zum Mord an Friederike vor. Dort ist man nach wie vor zuständig. Das bislang vorherrschende Gefühl, man macht seine Arbeit und doch fehlt das gerechte Ende. Die Beamten hoffen nun, dass die Staatsanwaltschaft nach dem Gesetzbeschluss rasch neu ermittelt. Wenn die Staatsanwaltschaft die Wiederaufnahme beantragt und das bestätigt würde, könnten wir als Polizei wieder unsere Maßnahmen aufnehmen und dementsprechend wieder gegen ihn ermitteln. Bei dem, was wir jetzt wissen, haben wir natürlich die Hoffnung, dass das dann letztendlich in der Verhaftung enden würde. Der Wohnort des Täters in unserer niedersächsischen Kleinstadt. Der Familie geht es gut. Großes Haus, schöne Autos, Kleinstadt-Idylle pur. Hallo, ich wollte Herrn sprechen. Er ist nicht zu Hause. Ja. Es geht um einen Mordfall von 1981. Vielleicht wissen Sie da Bescheid. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Redakteur vom Fernsehen. Nee, keiner zu Hause. Keiner zu Hause? Nein. Aber Sie wissen Bescheid um den Fall. Hab ich schon mal gehört. Ja, was sagen Sie dazu? Ich sag gar nichts dazu. Ist Ihr Vater, ne? Ich verstehe, Sie machen Ihren Job, aber ich möchte darüber nicht sprechen. Aber es ist ja ein Mord und er ist überführt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich ja gerne an unseren Rechtsanwalt wenden. Gut möglich, dass schon bald nicht Journalisten, sondern Polizisten klingeln.